Es ist Zeit für die German Open und das Witzige ist, ich muss meine Deckliste schreiben und ich habe kein Papier. Ich habe das hier gefunden. Das ist dickes Papier. Ich werde kurz einmal eine Deckliste schreiben. Der Grund, warum ich das hier überhaupt schreiben musste, weil die Neuron-App warum auch mal nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum das so ist, ich weiß nur, dass es so ist. Wird spannend, wie das so ablaufen wird mit den ganzen Matches. Sehen wir gleich, wenn wir da sind, fahren wir doch einfach mal los. Hier sind Spiegel in der Wand. Das ist eben so eine Halle, wo man auch so Hochzeiten feiern kann. Ist ganz witzig. Starten wir mal mit Runde 1. Gucken wir mal, was so abgeht. So, wir müssen außerhalb von der Location. Die ist irgendwo da hinten die Straße runter. Erste Runde war kritisch. Ich habe so ein bisschen mein altes Trauma wieder erlebt, denn ich habe gegen Kastira spielen dürfen. Ein Deck, was gegen mein Deck eigentlich gar nicht so gut ist, es sei denn, es geht halt first. Er ist halt first gegangen, ich habe vergessen, dass man halt einen Zeus machen sollte. Einfach in der Kacke X-Simons da reinrennen und dann halt einen Zeus machen, dann ist halt Board weg und dann kannst du halt auch gewinnen. Was mache ich? Ich normal Monster, mache Effekt Biber, er klaut mir den Zeus und ich denke so, ja, cool. Hätte ich auch besser machen können, dann wäre das halt nicht passiert. Ja, der zweite Game da vorne war auch eigentlich ganz cool. Ich bin halt angefangen, logischerweise, weil ich habe ja verloren. Dann Sprite Mayfi, da spiele ich ja, falls ihr nicht wüsstet, weil ich mir halt keine neuen Karten gekauft habe. Und dann ist es halt gut, wenn du halt gegen Kashira spielst. Und im dritten Game, was passiert mir, wie bei auf DDM, ich habe halt komplett gebrickt. Also nicht wirklich. Der Gegner macht Full Combo mit 5 Monstern, hat da den, weil wir schon Richtung Time gegangen sind, hat er da logischerweise der Metal Dragon hingelegt. Und ich ziehe halt Cosmic, das da. Und habe einen Angler auf Hand. Und ich weiß nicht, was die andere Karte war, auch komplett nutzlos. Und er macht halt sein Kastira-Ding da, was halt 3 Banishing kann von dir. Und er banisht bei mir Starter und einen Biber. Das war natürlich super geil. Mein Top-Deck war ein Cosmic Cyclone. Ja, das habe ich natürlich noch verloren. Das war nicht so geil. Ja, die zweite Runde ist auch vorbei und ich habe gegen Labyrinth gespielt. Erstmal kurz bevor wir jetzt zu Labyrinth kommen. Wisst ihr, was ganz witzig ist? Es passiert nicht nur in Konami, dass wir Pairings nochmal repairen müssen. Das passiert auch hier. Das ist auch ganz witzig gewesen. Also ich saß an meinem Tisch, alles aufgebaut und dann mussten wir wieder losrennen. Das Problem dabei ist, die Location selber ist eigentlich ganz geil. Ihr habt ja so ein bisschen was gesehen gerade. Die Tische sind halt so nah aneinander. Das heißt, wenn ihr halt da sitzt, kommt ihr da nicht mehr raus. Und da raus und wieder reinzukommen, das ist halt mega Abriss. Kommen wir ganz kurz zum Game. Also ich habe gegen Labyrinth gespielt. Ich durfte anfangen, weil ich den Würfelwurf gewonnen habe. Yay! Würfelwurf gewonnen. Ich habe meine kleine Kombo gemacht. Er hat. Also, ich wollte meine Kombo machen, sagen wir es mal so. Normal Summon, Imper. Blue, Imper, Gigantic, Ash. Dann habe ich mit Jet noch einen Starter bekommen. Konnte dann zumindest halt mein kleines Melfi-Ding machen. Hatte dann für seinen Big Welcome, was er in meiner Endfestung gesetzt hat, der kleine Schlingel, noch eine Ash. Das heißt, dann konnte er bei sich dann nicht mehr so viel machen, weil er durch das kleine Board nicht durchspielen konnte. Dann sind wir danach ins nächste Game gegangen, weil ich mit Gamma Burst auf die Karte habe, weil du Monster auf Welt lässt, dann greife ich halt mit Sprite. Dann im nächsten Game ist er first gegangen. Er hat nicht viel gemacht, Ariana und 2 Karten gesetzt. Ich habe in seiner Runde noch seinen Big Rackham geasht und in meiner Runde wollte er das nochmal machen und ich habe eine Belle gehabt. Ja, und Belle und Ash ist halt gegen Labyrinth ein bisschen schwierig. Gucken wir mal, was in der nächsten Runde passiert. Bin mal wieder ein bisschen abseits vom Schuss, denn ich habe gerade Runde 3 gespielt gegen Fire King Tribigate. Ich weiß nicht, wie ich schreiben soll. Das Deck sah super interessant aus. Also auch ein paar schöne Shenanigans drin mit Achter, Kiel ist ja ein Feuermonster und Fraktal ja auch. Und du kannst dann ein paar coole Dinge tun. Fühlte sich ganz witzig an. Ich habe halt dann die Handtraps gezogen, die das Game beenden konnten. Im ersten Game. So wie auch im zweiten Game. Ich habe nämlich tatsächlich, oh, das war richtig fies, kurz im ersten Game. Er macht seine Combo, ist dann einfach Loser gegangen, anstatt für das SP. Das war also krass. Und im zweiten Game habe ich halt Droll und ich habe einen Überläufer gezogen und konnte damit seine Maskerena klauen, damit er halt nicht ein paar schnelle Dinge machen konnte. Habe ich halt mit Sprite
Rote gab es. Also war schon ziemlich nice. So, die nächste Runde ist vorbei. Ich habe gerade gegen Bestial Runic gespielt. Danke Joshua dafür. Ich habe das Deck selber ein bisschen getestet und die Deck-Variante, die jetzt oft mein Gegner gespielt hat, war auch die Variante, die Joshua letztes Mal im Stream getestet hat, die ich selber auch getestet habe, die wirklich gut funktioniert. Das Problem dabei ist, das Grind-Game ist halt krass und das kann ich halt nicht gewinnen, wenn ich die richtigen Karten ziehe. Ich bin übrigens gerade aktuell bei dem Rekord. Ich habe jetzt nach dieser Runde, ich glaube, 5-mal Angler gezogen. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, aber offensichtlich geht das. Das heißt, ich habe logischerweise verloren. War ein unglaublich cooles Duell, das hat mega Bock gemacht. Also der Typ, klasse Typ, war richtig geil auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was die nächste Runde so bringt. Ich habe das Gefühl, ich werde wieder gegen Decks spielen, die ich eigentlich gar nicht leiden kann. Ja, und wieder einmal habe ich gegen Labyrinth gespielt. Und auch wieder habe ich es geschafft, Bell und Ash zu ziehen. Es ist echt geil. Wenn du die Karten siehst, ist das richtig gut. Allerdings hat er mich im ersten Game richtig hops genommen. Da hinten packt einer richtig cool ein. Auf jeden Fall, der hat mich einfach hops genommen. Der hat einfach mit der neuen Karte einfach Matik auf eine Karte gesetzt und einfach mir mein Gigantic und mein Monster geschossen. Ich konnte nicht spielen, hab dann dadurch verloren. War irgendwie witzig. Aber ich habe das Game insgesamt halt 2-1 gewonnen. War also knappes Game, aber ich habe dann halt ein Duster gezogen in Game 3. Das war ein bisschen fies, aber so ist das manchmal. Weiter geht's zur nächsten Runde. Let's go! Ich melde mich nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen mit dem Video, hier aus dem Off nach dem Edit. Und wollte mal sagen, lass mir gerne mal ein Like da, denn so einen Vlog zu schneiden ist irgendwie anstrengend, aber auch ein bisschen peinlich, denn ich muss ja die Aufnahme machen und wenn mich da 80 Millionen Menschen angucken, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber vielleicht geht es dann mir so, ich bin ein bisschen vielleicht introvertiert und schreie da nicht so rum wie ein guter Nico. Auf jeden Fall liken. So, ich habe jetzt hier wieder ein kleines, ruhiges Eckchen gefunden und das halt gerade extrem. Das ist irgendwie voll die coole Location irgendwie hier. Ich stehe gerade mitten im Wind, das ist halt mega nice. Also, gerade die Runde. Super cool. Ich bin gerade auf dem Weg zum Table. Der Typ neben mir guckt mich an, guckt auf den Namen und sagt, ey, Robertin, wir spielen gleich. Ich weiß nicht, wer er war. Cooler Typ. Der muss noch heute bis 22 Uhr hier irgendwie chillen, bis er nach Hause kommt, weil sein Flixbus erst so spät kommt. Aber cool, dass wir übrigens nochmal Vikings, dass wir nochmal gegen Vikings spielen. Diesmal mit der Sinful Spoil Engine. Also diesmal habe ich es mir auch richtig durchgelesen. Mal gucken, was das Deck tut. Allerdings ist Droll eine Karte, die extrem böse ist. Damit habe ich mir im zweiten Game so ein bisschen hops genommen. Und im ersten Game habe ich ihn halt ganz fies mit Mosquito auf der Karte. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt mit dem ganzen Wind. Ja, bis jetzt läuft es ganz okay. Ich stehe jetzt aktuell 4-2. Das ist jetzt nicht geil, aber auch nicht schlecht. Also ich habe mir auch weniger erwartet, weil ich habe mich ja gar nicht darauf vorbereitet. Gerade weil ich ja die Karten spiele, also nicht spiele, die eigentlich ziemlich gut sind. Wie ein SP, wie ein Typhon, die man einfach mal so gebrauchen könnte. Und eine Karte, die ich heute unglaublich oft gebrauchen konnte, war halt der Barrikadenblocker. Muss ich unbedingt drüber nachdenken. Das ist eine richtig gute Karte, die sollte ich auf jeden Fall spielen. Denn die brauchen wir auf jeden Fall. So, ich stehe jetzt 4-3, habe gerade gegen Vanquisher verloren. Jetzt bin ich mal hier quasi in der Location für heute, damit ihr das auch mal sehen könnt. Muss wahrscheinlich ein bisschen lauter reden, weil hier ist ganz schön viel Trubel. Ich muss euch mal was zeigen, also bevor wir jetzt auf das Match eingehen. Hier auf dem Tisch, ne? Da sind Tischdecken drauf, Alter. Tischdecken. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil da so Plastiktische sind. Die sind einfach scheiße. Aber wisst ihr, was das Dumme daran ist? Diese Tische. Da rutscht das halt drauf, das ist halt mega ätzend. Und die Stühle, guckt euch mal an, wie eng die beieinander sind. Da kannst du quasi gar nicht richtig sitzen. Das heißt, du sitzt dann quasi drauf und da hast du direkt dahinter noch einen sitzen und du hast gar keinen Platz. Also, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der schlankste Mensch der Welt, ne? Aber selbst ich habe mega Probleme überhaupt, um an meinen Platz zu kommen, wenn ich weiter hinsitzen muss. Ich hatte das Glück, dass ich meistens wirklich ein bisschen weiter vorne war. Wir haben jetzt auch schon relativ spät, ich glaube knapp 18 Uhr. Wir sind jetzt bei Runde 7, also es sind noch 2 Runden zu spielen. Mit zu 3 gewinnst du halt kein Topcard. Eine Runde werde ich noch spielen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mal ganz kurz das Vanquish Soul. Die Fallenkarte, die haben, ne? Ich blende die mal ganz kurz hier ein. Die ist ja unglaublich nervig. Also ich habe ja Strike gespielt und wenn ich halt Second gehen muss und gegen die Fallenkarte, dann machst du halt einfach nichts. Das ist halt schon ein bisschen räudig. Ja, aber also muss ich aber sagen, alle, die ich heute getroffen habe, ne? Mega nette Typen. Also wirklich alle mega nice. Hat wirklich Bock gemacht, auch wenn es natürlich ein bisschen eingefärbt hier drin war. War aber wirklich, wirklich cool und die Location selber ist eigentlich auch ganz geil. Wenn wir jetzt mal von den Tischen absehen, die jetzt so nahe sind, aber wenn wir jetzt mal gucken, da das sieht schon, wie geil das aussieht hier. Da haben wir die komische Uhr, die jetzt auch mal die Overtime zeigt oder die genaue Zeit. Das ist natürlich, wenn man da irgendwo da hinten sitzt, ein bisschen doof, weil du es halt nicht richtig sehen kannst. Aber wenn du halt
die Uhr sehen kannst, du blickst dahin, ist das ganz nice. Die Venue selber ist auch generell so ein bisschen voll, weil natürlich in der Menge Mitte alle durchlaufen müssen, weil sie ja auch nicht langlaufen können, da ist halt auch ein bisschen räudig. Und die haben ja sogar was zu essen, das ist auch ganz geil. Aber man kann nicht mit Karte bezahlen, das ist ein bisschen ärgerlich. Surprise, motherfucker! Ich bin jetzt auf dem Rückweg, ich habe gerade Runde 8 noch gespielt, wie ich es euch versprochen habe. Ich habe gegen Flander gespielt. Nichts gegen den Typen, der war ruhig, aber der war auch nett und hier fahren echt viele Autos vorbei. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ich muss darüber reden. Ey, ich weiß, warum alle Flander nicht mögen. Ich mag es einfach auch nicht. Wie kann ich, ohne Witz, mit dem Sprite-Tag so oft, ungelogen, so oft Angler ziehen und der hat in beiden Games Map, Quickspell und Rubina eröffnet. Also, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Das ist doch auch gar nicht möglich. Also rein mathematisch halt nicht. Ich habe, glaube ich, wenn ich das hochrechne, ich hatte letzte Runde, glaube ich, 9-mal. Das heißt, ich bin jetzt bei 11-mal. 11-mal habe ich fucking angezogen. Sorry für das Wort, aber ey, Leute, 11-mal. 8 Runden Jojo, 11-mal Angler, ich habe den fast auf jeder Stadthand gehabt. Kannst du dir nicht ausdenken. Da habe ich mich einmal gegen den Blocker entschieden und direkt werde ich dafür gepunished. Das ist einfach so frech. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Ich brauche zum Glück nicht lange. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe hier mein Deck für euch. Wird nichts Besonderes, ist ein Sprite-Deck, ist ein Sprite-Mavidex. Ich werde euch mal kurz meine Gedanken zu dem Deck nehmen, wo ich es aktuell sehe, wie cool das ist, ob das Bock gemacht hat und was vielleicht nicht so viel Bock gemacht hat. Dreimal Buchspiel, natürlich die coole Ulti, die ich habe, weil warum nicht? Der Effekt ist wirklich ziemlich nice und ist eine gute Karte. Mal logischerweise. Und natürlich Carrots und Red. Mit der Engine war ich selber super zufrieden. Ich hätte vielleicht mir ganz gern ein Red Nair gewünscht, aber war wirklich die Ratio perfekt. Da habe ich einmal Gamma-Ausbruch gespielt und natürlich 3 Starter. Ihr seht, ich habe keinen Smashers gespielt, weil der mich beim Testen mega aufgeregt hat. Ich habe jetzt nicht viel getestet für das Event. Das hat vielleicht mal kurz, weiß nicht, Donnerstag Nachmittag gewesen sein. Aber ich habe gesehen, Smashers brauche ich super selten. Mit dem kann ich gut dekanen. Das kam auch heute unglaublich oft auf. Normal Summon Engine, Biber, 3 Stück, Angler. Natürlich zweimal. Auch wenn sich das heute so angefühlt hatte, als hätte ich davon 18 in meinem Deck, weil ich ihn gefühlt irgendwie immer gesehen habe. Obwohl der ganz cool aussieht, muss ich nicht immer sehen. So nett ist der auch nicht. Die Engine selber war natürlich logischerweise gut, aber mehr über diese ganzen Sprint-Sachen als die Normal Summon selber, denn die meisten Sachen, die ich genommen habe, waren tatsächlich nicht die, sondern die nächste Engine und die hat mich wieder einmal komplett überzeugt. Opening, Backing Beast, Capshell. Eine 6-Karten-Engine, Normal Summon Engine, unglaublich gut. Hands down, genauso hätte ich es wieder gemacht. Die Engine, klasse. Die Engine, mandatory, aber nervt halt, wenn du den ziehst und ziehst einen davon, hast du halt deine ganze Kombo schon nicht mehr. Dann musst du halt hoffen, dass du irgendwie Discard bekommst. Und über den Discard sprechen wir gleich nochmal, wenn wir im Extra-Deck sind. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe wieder Katzi und Penny gespielt, weil die halt gegen verschiedene Matchups ziemlich gut sind. Und ich mag einfach die Interaktion, dass wir halt, selbst wenn ein Droll geflogen kommt, wir die Katzi noch spezial beschwören können über den Gigantic und dann immer noch ein bisschen was im Spiel haben. Dann kommen wir zum Normal Engine. Ela, Imperm, die Bio, Kastira und Edge. Das logischerweise alle dreimal. Hands down, alle Karten kamen heute auf. Ich habe Fenrir heute unglaublich aufgezogen. Fenrir war gut. Vela war da, wo sie da war. Ziemlich gut, habe ich manchmal auch rausgesalt, weil andere Karten da besser waren. Zum Beispiel gegen Labyrinth ist halt Bell eine bessere Karte. Unglaublich gut. Edge insane performt. Die letzte Karte im Main-Deck ist Monster Reborn. Habe ich heute nicht einmal gesehen. Ist natürlich ein One-Off in einem 41-Karten-Deck. Das heißt, ihr könnt die ohne zu zögern cutten und ich hätte es heute auch nicht gemerkt. Das Extra Deck. Damit habe ich ein paar Schwierigkeiten. Ich habe sonst auch einen Download. Habe ich heute nicht einmal gemacht. Zeus. Habe ich heute nicht einmal gemacht. Zu haben ist trotzdem super wichtig. Würde ich nicht cutten. Auch wenn ich es heute nicht gemacht habe. Die Möglichkeit, dass die da waren und ich mit der letzten Game gewinnen können, ist das Wichtige. Die nicht cutten. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir natürlich den Mandatory Part von Gigantic Sprite, der auch logischerweise zweimal hier vorkommt. Ist auch wichtig, dass wir den zweimal spielen. Kommen auch oft beide auf auch in einem Game. Dann haben wir einmal Sprint und 2. Den hätte man tatsächlich auf 1 kann. Einfach so wie die Games heute gelaufen sind, hätte ich auch nur einen spielen können. Das wäre vollkommen ausreichend gewesen. Und anstatt dem anderen Sprint
hätte ich ganz gern einen Barrikadenblocker gehabt, gerade hier. Einfach, weil ich dann mit dem Barrikadenblocker den dummen Angler, den ich in meiner Hand hatte, dann hätte ich das karten können und dann hätte ich halt spielen können. So habe ich halt die Karte in meinem Deck extra gehabt. Die cool ist, ich habe die auch einmal, zweimal schwören in einem Match. Aber das rechtfertigt ich trotzdem nicht den extra Platz dafür. Da ist der Barrikadenblocker auf jeden Fall besser. Dann haben wir einmal Phoenix, Mandatory. Wahrscheinlich sogar noch Cerberus eine Möglichkeit. Aber ich werde gleich auf zwei Karten eingehen, die ich auf jeden Fall Wechsel spielen würde. Also Barrikadenblocker ist eine von denen, aber nicht von den zwei, die ich meine. Dann habe ich einmal Dark gespielt. Unglaublich gute Karte. Eine SP vom Gegner zu klauen, mächtig. Auch gegen Labyrinth, die haben ein Level 2 Monster. Also um Graves zu fischen und danach halt ein Gigantic zu machen, ist halt auch ziemlich nice. Dann haben wir Mosquito. Habe ich einmal mit heute rote Karte. Hat also genau den Job erfüllt, den es erfüllen sollte. Dann Mayfield des Waldes. Natürlich für die Mayfield Engine wichtig. Genauso wie den Herald. Ich spiele auch nur den Herald. Und die Mimaro. Auf jeden Fall mandatory. Und jetzt kommen wir zu drei Karten, die nicht mandatory sind. Das ist zum einen einmal. Ich habe heute kein Targeter-Gefühl gespielt, deswegen war ich logischerweise nicht. Es gibt im aktuellen Format auch keine guten Targets, weil man halt nicht weiß, gegen was man spielt. Deswegen würde ich die aktuell nicht spielen und hier lieber einen Typhon. Dann haben wir einmal Ex-Poly oder Ex-Poly Schönheit. Interessante Karte, habe ich heute auch zweimal benutzt. Zweimal war sie auch wirklich gut, um halt jeweils ein Negate rauszubaiten. Also einmal habe ich ein Negate rausgebaitet, einmal habe ich was annulliert. Nämlich ein Runic Gleipnir, das war wirklich ziemlich gut. Und dann habe ich halt das Game sogar noch gewinnen können wegen der Karte. Jetzt aber genau das gleiche, auch wenn ich hier eine SP gehabt hätte. Genau das gleiche gemacht. Deshalb ist das eure SP-Karte, die ich heute super oft gemacht habe, hätte ich nicht gedacht, der Gymbuster. Der kam heute so oft auf, weil ich ja voll oft mit der Backgammon-Engine gestartet bin. Und das ist manchmal einfach ein Gymbuster noch aus Endboard zu klatschen, ziemlich gut. Ich habe heute auch einen Shifter gefressen, Vanquish Soul. Da habe ich den Gymbrecher hingebaut, anstatt halt mein Mayfi-Package. Hat auch gut funktioniert. Also das war wirklich eine super Karte, habe ich heute wirklich viel Gramm gemacht. Als manche andere Karten in dem Ex-Deck hier. War geil. Zum Side-Deck, noch mal ganz kurz, ich habe hier meine Token gespielt, das sind so Anime-Karten. Die kann man nicht mehr kaufen, denn den Joke gibt es so nicht mehr, aber die sind ganz witzig. So als Token fand ich die irgendwie ganz nice. Ja, bei Token braucht man aktuell so ein bisschen wegen dem Biro und so Scheiß. Da habe ich gespielt. Ein Überläufer. Ein Flederwisch. Habe ich tatsächlich häufig beide gesehen und als ich gezogen habe, kamen beide auch insane. Ich habe meinem Gegner einmal mit Überläufer eine Maskerena geklaut, weil er das Viking Deck gespielt hat und dann wollte er mit Maskerena und halt was anderem, was er beschworen hätte. Dann in SP gehen, habe ich ihm voll geklaut, konnte also nicht machen. Lieber gegen Labyrinth, Instant Kill. Und die Karte, die noch fehlt, ist einmal Kreuzfeuer. Kommt in manchen Matchups rein, in manchen auch gar nicht. Wenn ich weiß, ich gehe first und die Karte ist gut in dem Matchup, kommt die auf jeden Fall rein. Wenn ich nicht weiß, ob die gut ist, kommt die auf jeden Fall auch nicht rein. Drei Büsse jetzt gespielt. In der Theorie gut, in der Praxis waren die heute so ein bisschen mediocre. Ich hätte mir ganz gern gewünscht, dass das andere Karten gewesen wären, zum Beispiel ein Anti-Spell. Oder ein Lightning Storm oder so zum Beispiel. Irgendwas, was halt so ein bisschen Wumms hat. Denn ich hatte eigentlich gegen die anderen Decks ganz viel, aber ich hätte ganz gerne eine Gothic-Karte gehabt, die einfach so ein bisschen was geklärt hätte. Oder vielleicht eine andere Handtrap, wahrscheinlich aber nicht, sondern hier müssen wir uns überlegen. Ich hatte hier erst Spellbound überlegt, ob man das machen kann, was auch nicht so schlecht ist. Oder Soul Release tatsächlich, aber dazu komme ich im nächsten Video noch. Da habe ich einmal Spukhaus gespielt, die ist speziell für Labyrinth drin gewesen. Und gegen Labyrinth war die insane. Habe ich auch gezogen, war gut. Droll, insane Karte, haben heute sogar sehr, sehr viele Leute im Maniac gespielt. Habe ich nicht gemacht, aber gute Karte. Und die letzten drei sind 1, 2, 3 Cosmic Cyclone. Würde ich auf jeden Fall genauso wieder spielen. 4 Back-Remove-Karten, unglaublich gut. Die drei hätte ich nicht mehr gespielt, wenn es das Event heute nochmal geben würde. Aber sonst mit den anderen Seite Karten war ich mega happy. Wenn ihr euch fragt, was in meinen Entry-Packs passiert ist, dann mache ich die Wechsel das mal auf. Okay. Wow, ich habe einen Gen gezogen. Gen ist eine gute Karte. Ja, ich wollte sie mir eigentlich noch geholt haben. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Let's go.